So, gehen wir mal zu Bianca über. Und ja, bevor wir gegen Bianca kämpfen, seht ihr wieder, wo ihr sie finden könnt und wann ihr sie anrufen müsst. Also, ihr seht es jetzt wieder. Bianca findet ihr in Ducatia City im Einkaufscenter und das auf dem 6. Stockwerk. Sie ist dort jeden Tag von 12 bis 16 Uhr. Und wenn ihr ihre Telefonnummer habt, könnt ihr sie natürlich am Samstagnachmittag anrufen, um mit ihr ein Rematch zu vereinbaren. Und da Bianca Normal-Pokémon nur hat, werde ich an erster Stelle mein Scaraborn setzen. So, fangen wir gleich mal an. Pünktlich wie die Maurer. Okay, ich bin ein Maurer. Nein, wie die Maurer natürlich. Dann legen wir doch gleich mal los. Ja, ihr wisst, da ich die letzte Aufnahme. Also die erste Aufnahme bei dem Kampf mit Bianca aus Versehen gelöscht habe, wisst ihr nicht, dass sie mir am meisten Probleme bereitet hat. Aber ich hoffe, diesmal wird sie mir keine Probleme bereiten. So, sie fängt mit einem Girafarig an. Ich greife mit vielen dran, da Girafarig auch ein Typ Psycho ist und sie braucht mal einen Volltreffer und sie ist besiegt. Sie macht mit Schlupperleck weiter, wie das heißt. Schlurpleck, genau. Und ich setze Nahkampf ein. So. Das sollte ein One-Hit-KO sein. Jupp, ist es auch. Sehr gut. Schlurpleck, Level 50. Okay. Als nächstes kommt Pixie. Pixie ist Level 52. Doch, wir sollten sie auch mit Nahkampf besiegen, da sie ja nur vom Typ Psycho ist. Erstmal einen Schluck trinken, so ein Kampf ist ja ziemlich anstrengend. So. Baxi hält sein Level ab, ist jetzt Level 68. Und als nächstes kommt Miltank. Damals war es ihr stärkstes Pokémon, mal schauen, ob es jetzt auch so ist. Ja, Level 58. Nicht schlecht. Nahkampf. Wird es wieder ein One-Hit-KO? Ich hoffe mal ja. Ja, es wird ein. Sehr gut, sehr, sehr gut. So, was bleibt hier noch übrig? Vielleicht bestimmt noch Pixie, würde ich mal sagen. Nicht Pixie, ja, das hat sie ja schon. Meine Mogelhieb. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh verdammt. Ist in die Kurve vom Level vom Psycho. Ich weiß nicht. Naja, egal. Sie hat mir das erste Mal Schaden zugefügt und wird Nahkampf zu besiegen. Ja, Nahkampf besiegt zuerst ihr letztes Pokémon Togekiss. Oder vielleicht Knuddeluff. Gar kein Snoopy-Defass. Okay. Das schwächste Pokémon wohl zum Schluss. Moment, das ist mein letztes, aber keine Ahnung. Ihr könnt ja selbst lesen. Da will man den Text etwas lebhafter gestalten und schon rauscht an einem vorbei. Naja. Bidifass ist damit auch besiegt. Und damit haben wir auch Bianca besiegt. War auch keine große Herausforderung. Spiele besiegt Bianca. Schluck. Ah, sie schluckt wohl gerne. Wow, du bist wirklich stark, aber das nächste Mal gewinne ich. Ja, das nächste Mal, wie auch immer. Okay, das nächste Mal besiegen wir Jens, den Geister-Arena-Leiter. Also bis dann, Leute, man sieht sich.